Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Stranded. So, heute beginnt das Projekt Enderdrache, weil wir müssen mal den Enderdrachen besiegen. Einfach nur, man sagte mir, dass in anderen Modpacks kann es sein, dass der Enderdrache des Infinite Wireless Dingsbums fallen gelassen wird. Das wäre perfekt, ich denke mal. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier so der Fall ist. Was natürlich perfekt wäre, obwohl es wird ja nicht mal angezeigt. Vielleicht gibt es doch gar nicht. Egal, wir müssen das Vieh sowieso töten, deswegen machen wir es jetzt mal. Nur ich glaube, ich muss noch ein paar Quests machen, denn wir haben für Dragon Breath, glaube ich, noch eine weitere Quest. Fragt sich gerade, wo hier? Crafter, Monster Stop und Power Usage. Okay, Power Usage, Power Monitor, Graphical Power Monitor. Okay, dann machen wir das mal. Power Monitor. I'm a do, ne. So, dann 1, 2. Könnte ich auch mal automatisieren eigentlich. Brauchst du auch? Nee, ich brauche 2 davon, okay. Okay, Electrical Steel und eine Prop. 1, 2, 3. Ach nee, mehr davon. 1, 2, 3. So, 1, 2. Silicon. Und es fehlen die Dingensbummens, die als so ein Conny, das ist, ach ja, Silicon. 1, 2, 3 und wow. Heute ist die Musik wieder lauter als sonst. Okay. Redstein. 1, 2, 3. Und mix it up. Wo habe ich? Habe ich noch einen zweiten Mixer irgendwo? Nee, ich habe nur dich. Und du tust gerade eigentlich alles verarbeiten. Können wir ganz kurz Adults Only machen. So. Ja, ich tue gerade fleißig verarbeiten. Es wird auch dringend Zeit. Und dann haben wir erstmal Zeugs für die Ewigkeit. Es ist halt nur so unendlich schade, dass diese blöde Void Quarry irgendwie in ihrem Biom da gerade kein einziges Stückchen Eisen findet. Das ist super ärgerlich. Super. Und halt nur sehr wenig Rautile. Das ist sauer. Unser größtes Problem momentan ist eindeutig Rautile. Das geht mir so auf den Sack, also Titanium. Das geht mir echt mega auf den Sack. Ich denke, was ich tun werde, ist einfach noch so eine Reihe von denen zu bauen, oder sogar vielleicht mal eine große Reihe, um dann einfach aus Lava und dem Barrel automatisiert mit Redstone Netherrack zu bauen, um das dann zu hämmern und zu siften. Ist zwar mega umständlich, aber andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht, weil die Quantum Quarry dafür einfach viel zu lahm ist und ich weiß auch nicht, wo ich sonst das Erz herkriegen sollte, weil der Void Miner tut es anscheinend nicht, da kann ich auch nicht filtern mit irgendwelchen Linsen, weil da kommt ja sowieso das nicht raus und ja, ich habe keine Ahnung. Oh, kann ich daraus irgendwas Cooles machen? Anscheinend nicht, gut. Schade, ich dachte daraus gibt es irgendwas Cooles. Ja. Okay. Ich wartete auf das hier und du darfst weiterarbeiten. Bitteschön. Mhm. Okay. 2 nur. Okay, die 2 reichen. Stimmt ja, hier gibt es ja nur so wenig daraus. 1, 2. Warum nicht, ne? Oder, ach nee, ich muss hier bestimmt nacheinander craften. Ich brauche ja nicht beide, oder? Ich brauche nicht beide. Sheet. Okay, gut. Na, was soll's. Einmal. Don. Und zweimal. Oh, was fehlt da? Schwarze Wolle. Ink. Aber ich habe sowieso schon Ink-Probleme. Ach ja, ich kann jetzt umwandeln. Ich vergaß. Ich kann umwandeln. Baumehl. Baumehl. Hello. Da. Magneto. Weg mit dir. Ich sollte vielleicht. Ich habe eine viel bessere Idee.
Ätschke, bätschke. So, jetzt kann ich nämlich nichts mehr raushüpfen. Ganz einfach, mein Gott. Manchmal stelle ich mich doof an. Manchmal. Ich gebe Mühe, ja. Aber manchmal... Oh, halt. Nicht zweimal, weil ich will mein Schwarz nicht wieder zurück umwandeln. Ach, das hat Sugar den ganzen Stack. Okay, ich dachte, das geht. Nicht der ganze Stack, weil Lapis Lazuli ja schließlich auch nicht geht. Lapis, also das, was Soul Sand macht, meine ich. Okay, jetzt brauche ich Wolle. Bulle, Mulle. String. Ja. 5 Wolle. 1, 2, 3, 4, 5. Ganzer Stack Inksacks. Nice. So, Graphical Pover Monitor. Aha. Choice Reward. Nehmen wir denn Nadicon Recall Powder? Vibrant Ally? Ist eigentlich egal. Ist alles scheiße. Nehmen wir es Vibrant. So, dann brauchen wir jetzt Dragon's Breath. Ja, Dragon's Breath brauchen wir übrigens auch für den hier, für den zweiten. Für die MK2 brauchen wir Dragon Breath als mittleres Crafting-Gerät. Okay, was brauchen wir hier? Extreme Diamond Kit. Bestimmt sauteuer gewesen, oder? Ach genau, die Prismarine-Dinger da, stimmt. Prismarine, habe ich inzwischen ziemlich viel, das finde ich gut. 3, wie viel brauche ich davon? Noch 2, gut. Dann machen wir das. Ah ja, es liegt noch bereit. Large Plate, Large Plate. Okay, cool. Heute kriegen wir hoffentlich viel questtechnisch geschafft, das wäre wirklich super. Das darf weg. Diamond, Diamond, Diamond. So, und ein Block. Dann haben wir ja auch erstmal genug Diamonds. Mhm. So, Diamond Cool, Cool Kit. Oh ja, Diamond Cool Kit. Okay, Reward und Choice Reward. Was nehmen wir denn? Emerald Apple. Ich weiß gar nicht, was die machen. Mending Moss, Sticky Jewel. Ich nehme das Mending Moss. Oder die 3 Blue Slime Crystals. Ich nehme die Blue Slime Crystals, weil da kommt man nämlich gar nicht mal so schnell ran. So, Ender Toolkit. Dafür brauche ich... Oh, wow. Dafür brauche ich doch garantiert Dragon's Breath oder das Ender Eye. Ender Toolkit. Nö, gar nicht. Obsidianblues und eine Enderperle. Das ist ja ganz schön günstig. Aber wir haben nichts, womit wir Obsidian gerade herstellen. Gut. Oh, Loot Chest. Das heißt, wir könnten wieder entweder... Wer wünscht mir Glück! Na, schade. Schade, schade. Gut. Nur ein paar Beehives, die sogar nur von Ex Nihilo sind. Was gab's da nochmal raus? Ich weiß gar nicht, was es da raus gab. Naja, okay. Weg. Den könnten wir mal zur großen Not mitnehmen, falls es beim Drachen doch kritisch wird. Oh, halt. Falls es beim Drachen doch kritisch werden sollte, man weiß ja nie. So, das kommt weg. Ach genau, muss noch gucken, wie wir denn ins End überhaupt reinkommen. Weil, gibt's hier Endercake? Oh, halt. Du sollst weg. Endcake. Ja, die gibt es. 2 Kuchen, goldener Apfel und Eye of Ender. Hm. Habe ich Kühe? Ich habe Kühe, ne? Ja. Bucket. 3 Bucket und mir fehlt noch Weizen. Weizen haben wir hier. Hopp. Ich hoffe, ich habe genug Kühe. Mo. Ach, ich habe nur eine Kuh. Ne, ich habe 2 Kühe. Hat hier jemand ein Kuh-Baby gehabt? Ah, keine Ahnung. Nun gut. Für Milch reicht es anscheinend. Bakey, Cakey. Voilà. Und nochmal Milch and Gehirn. The lie. The cake is a lie. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Es tut mir leid für die Flugzeuggeräusche. Nicht mehr lange, Freunde. Nicht mehr lange. Ja.
So, gut, das werden wir jetzt geschickt überspielen. Eine zweite Cake. Gold. Habe ich noch einen goldenen Apfel? Stimmt, wa? Golden Apple. Jo. Und Eye of Ender, habe ich davon noch welche? Nein. Dann machen wir welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Höp. Zack. So, nicht voreilig in der Cake naschen. Wo packe ich denn die mal hin? Keine Ahnung, hier vielleicht? Ja, ne? Die müssen jetzt gefüttert werden mit Eye of Ender. Ich weiß nicht, wie viel, ehrlich gesagt. Gut, machen wir das gleich erst. Wir müssen erst noch Sachen vorbereiten, bevor wir da los zwischen. Und zwar einen Bogen brauchen wir. Einen anständigen. Gut, ach genau, wir wollten... Ich würde gerne, bevor... Genau, um einen anständigen Bogen zu kriegen, müssen wir mal den in Enchanter bauen. Ich glaube, dafür brauche ich keine Enderman Soul. Anscheinend nicht. Ach, die Starksteel-Blöcke, die waren es, genau. Das kostet mich Kohle, Obsidian und Eisen. Obsidian ist das große Problem. Ja, dann muss ich wohl Obsidian machen. Ich glaube, ich 8 Stück hatte ich, glaube ich, noch gehabt. Meine Lava-Produktion ist gerade irgendwie sehr lahm, deswegen ist es schwierig, weil die echt viel Strom verbrauchen und Lava. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ach, mein Diamant, sag ich schon. Mein, du. Was kann mein Bogen denn? Power Unbreaking. Infinite wäre gut und Multishot. Falls Multishot das macht, was ich denke, was es tut. Gut, wir brauchen einen, so ein Aquarius oder wie auch immer das Ding heißt. Wie heißt der noch gleich? At Thermal Foundation. Nein. Nein. Was für eine Isolator? Achso, okay. Compactor, Magma Crucible, Sill, Fluids into other products, okay. Fluids into Fluid Containers. Nee, es ist eine Schneemaschine. Da ist er doch. Mixes Hot and Cold Fluids. Yeah. Außenfluids, Innengeschmack. So. Invagier. Ja, doch. Nope. Jupp. Inva. Und das. Und Zego. Was fehlt? Ach, Pisten. So. Hep. Okay, den hätten wir schon mal. Oh, der würde da perfekt hinpassen. Haha. Obwohl, ne, wieder nicht. Doch wieder wohl. Okay, gut, ich brauche wirklich mehr Lava-Produktion. Ach, du brauchst Strom inzwischen. Ja, schön. Schön für dich. Okay, also, das Gerät, produziert aus Lava und Wasser Obsidian oder eben Stein oder Cobblestone. Ja. Gut, wir können schon mal sagen, hinten ist Water Input, ja. Mal ein so ein Stromkabel, bist du großes Strom? Ja. Großes Strom, okay. Enhanced, ach, die habe ich ja im Köfferchen. Köfferchen. So. Strom ist da. Jetzt, wir machen, glaube ich, erstmal mehr von den Crucibles, aber ich muss kurz gucken, wie viel das so sind. So, nein, so, nein, neun. Neun Stück, also. Macht es Sinn, direkt 18 zu machen? Ich weiß nicht, wir gucken, ob wir genug Material haben. Die Asche, ne? Gut. Crucible. Und was bist du? Porzellan. Habe ich noch Asche? Wenn ja, wie viel? 41. Oh, das ist gar nicht mal so wenig gewesen. Ja, gut. Für 5 reicht es noch. Mhm.
Ich glaube, wir müssen mit Sticks durchbrennen. Hatte ich nicht noch Ding? Ich habe hab ich nicht eine. Ja, ich habe eine. Wie heißt sie? Hier. Redstone Furnace gebaut. Weil ich nämlich noch was Zweites zum Schmelzen haben wollte, jetzt wo ich da alles gerade verarbeite. So, Sticks einmal durchbrennen, bitte. Ist nicht schnellst. Wir haben schon Signalum Upgrade, aber könnten auch Speed reinpacken, weil dann haben wir einen größeren Stromverbrauch. Eins nach dem anderen. So, wir brauchen ein paar. Ja. Pyrothium. Habe ich sogar noch. Wunderbar. Ha. Perfekt vorbereitet hier. Dann brauche ich noch die Pressure Pipes, also die, die Lava Transport. So. Zack. Die müssen auch durchgebrannt werden. Und währenddessen kann ich das Ding schon mal vorbereiten, denn der Zaun muss weg und so weiter. Also gibt es wieder Flammen. Yay. Näht es an. War die andere nicht schneller, die andere Spitzhacke? Oder bist du die schnellste? 12. 17, du bist die schnellste. Die müssen auch weg. Aha. So. Jetzt fangen wir noch draußen an zu baggern. Ich krieg einen Anfall. Zur nächsten Folge mein Fenster zu. Ich schwöre. Ich schwöre. Mit dir. So. Halt, stopp. Muss mein Aufnahmefenster, ich will auf die Zeit sehen. So, gut. Ja, ich hoffe, dann kriegen wir eine anständige Obsidian-Produktion. Wir können ja erstmal für den Anfang hier schon mal sagen, links ist auch Input. Auto-Input? Auto-Input unavailable? Warum? Soll es von links aber ziehen? Was soll das? Vielleicht kann er das nicht. Das kann auch sein. Dann müssen wir halt kurzfristig so arbeiten. Kannst du machen nix. Ach ja, hier wurde disabled. Einmal French. Falsche French. Hammer, 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 Hammer. Nur aber. Und Strom. Hatte ich nicht gerade noch enhanced? So. Bitteschön. Nein, kein Cobblestone, du Idiot. Gut. Dann haben wir jetzt Obsidian-Produktion. Ja. Wir können die auch noch verschnellern. Oh Gott, springt's wieder. Oh Gott, mein Zaun. Ah, oh, shit. Runter mit dir. Hallo. Toll gemacht. Feuer. Toll gemacht. Mist. Okay. Ich brauch noch mehr. Ach, Mann. Pyrothium ist schon echt eine Kacksache, ey. Fackelt alles ab. Die brauche ich. Oh, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal die eine Reihe hier fertig. Genauso exakt wie die anderen Reihen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorsky.